Hallo bei Rümpelsport. Die Trainerserie geht weiter mit den Videos, Interviews. Diesmal Uwe Oberländer vom SC Rinteln. Hallo Uwe. Hallo Basti. Sprechen wir ein bisschen über den SC Rinteln. Ja, die letzten zwei Jahre waren sehr erfolgreich. Ihr seid Kreisligameister geworden in der Bezirksliga. Sorgenfreie Saison, Platz 9. Viele Eingewächse haben gespielt, haben begeistert. Doch leider Gottes sind jetzt im Sommer 6 Leistungsträger weggegangen. Wie siehst du das? Warum ist es jetzt zu diesem Aderlass gekommen? Ja, erstmal denke ich, dass wir wirklich uns in den letzten zwei Jahren hier sehr gut präsentiert haben und stabilisiert haben und auch teilweise sehr, sehr guten Fußball gespielt haben. Natürlich ist das halt immer so, wenn man erfolgreich ist, dann weckt man Begehrlichkeiten. Und ja, diese Abgänge haben jetzt nicht einen Grund. Ja? Also wir alle haben verschiedene Gründe. Wir sind unsere jungen Spieler mit Bogan, Krasniqi, die eine andere Herausforderung im höherklassigen Fußball suchen. Das ist sehr schön und legitim und ich wünsche denen natürlich viel Erfolg. Kasi hat die Seiten gewechselt vom Spielen auf die Bank. Und auch das ist eine Chance, die ihm geboten wurde, die er nicht ausschlagen wollte. Und ja, Luis Böhm ist studienbedingt sowieso schon sehr, sehr eingespannt gewesen in den letzten beiden Jahren. Das ist eben auch klar, dass er jetzt seinen Lebensmittelpunkt verändert hat. Ja, und die anderen beiden haben sich halt, Roboski und Peters haben sich halt für einen anderen Weg entschieden, wollen eine neue Herausforderung in Lachen suchen. Das sind persönliche Entscheidungen, die kann man nicht beeinflussen. Und wer sich in der Szene auskennt, der weiß, dass das nicht nur wegen dem schönen Platz in Lachen so ist. Aber wie gesagt, es gibt keinen einzelnen Grund. Ja? Alle haben ihre persönlichen Gründe und das ist nun mal so im Leben. Und für uns ist es halt wichtig, jetzt uns auf die neue Serie zu konzentrieren und das Bestmögliche auch in dieser Serie aus unseren Möglichkeiten zu machen. Ja, Uwe, blicken wir nach vorne. Neue Saison steht an. Wo siehst du die Stärken des SC Rinteln? Ja, unsere Stärken werden in diesem Jahr natürlich vor allem bei dem Wort Mannschaft beginnen. Ja, wir haben zwar, was wir eben schon besprochen haben, individuelle Klasse verloren, aber wir haben dafür kollektive Klasse dazugewonnen. Alle Spieler, die dazugekommen sind, haben sich sehr, sehr positiv sofort in die Mannschaft integriert. Es herrscht eine gute Stimmung. Und ja, und es wird natürlich wichtig sein, dass unsere etablierten Spieler, die jetzt auch aus unserem Nachwuchs kommen, wenn ich da an Schrader, Bedei, uns Kalis und so denke, dass die jetzt auch einen Schritt nach vorne machen, mehr Verantwortung noch übernehmen und den nächsten Schritt halt dann auch tun. Und ich denke, dass wir eine gute Mannschaft zusammen haben und dass wir vor allem, was den Zusammenhalt und dass wir da wirklich auch einen Schritt nach vorne gemacht haben. Und darauf werden wir setzen. Natürlich wissen wir, dass man nicht nur mit einer guten Gemeinschaft erfolgreich sein kann. Wir müssen natürlich auch unsere Ziele richtig gut verfolgen. Und die Jungs haben die Vorbereitung sehr, sehr positiv angenommen. Ja, es war wirklich nicht so einfach, also, das muss ich schon sagen. Ja, auch wir haben das Jahr nochmal eine Schippe draufgelegt, was die Intensität betrifft. Und so hoffe ich, dass wir natürlich topfit in diese Serie gehen. Und das natürlich ist die Voraussetzung für uns, ja, dass wir in der Lage sind, 90 Minuten zu marschieren und 90 Minuten dagegen zu halten, um dann auch unsere Ziele erreichen zu können und erfolgreichen Fußball spielen zu können. Ja, gut, du hast gesagt, Spieler, die früher ein bisschen mehr in der zweiten Reihe waren, müssen jetzt den nächsten Entwicklungsschritt tätigen. Gibt es Spieler, die jetzt so als Gewinner der Vorbereitung betitelt werden können? Ja, es gibt natürlich immer, man merkt es natürlich, die Spieler, die sehr viel trainieren können. Ja,
dass die natürlich klar ein Vorteil sind. Ja, und wir haben halt leider ein paar Schichtarbeiter dabei und ein paar Studenten. Aber auch die haben wirklich so gut es ging zur Stange gehalten, sind extra aus dem Hofer hierher gekommen. Und man sieht ganz einfach, dass sie alle wollen. Ja. Und ja, also die Spieler, unsere Etablierten, da merkt man schon auch, dass sie hier mehr Verantwortung übernehmen wollen. Gerade Tino Bedai hat in den Vorbereitungsspielen hier schon wirklich super, super Leistungen gezeigt. Und ja, ansonsten sind wir auf einem guten Weg. Es gibt jetzt niemanden, den man jetzt schon so herausnehmen könnte. Ja, sehr zufrieden bin ich zum Beispiel mit der Entwicklung auch von unserem Neuzugang Hauser, der hier auch wirklich schon gute Ansätze zeigt. Aber das ist natürlich immer alles noch, ja, immer noch Vorbereitung. Ja, heute haben wir hier die erste Herausforderung mit Heracles und da werden wir sehen, wo wir im Moment stehen. Und dann geht es nächste Woche los und man muss auch schauen, dass die Spieler, die alle zu uns gekommen sind, die meisten noch keine Bezirksliga gespielt haben. Und das ist schon ein Riesenschritt. Ja, und da hoffe ich, dass sie sich schnell an das Tempo und an die Spielweise in der Bezirksliga gewöhnen. Unsere älteren, erfahrenen Spieler stehen ihnen da zur Seite und das wird halt das Nonplusultra sein, wie schnell sie verstehen, dass es jetzt anders zur Sache geht noch als in der Kreisliga. Aber was ich im Training gesehen habe, stimmt mich sehr optimistisch und wir sind gut aufgestellt und ich hoffe, dass wir das dann auch in die Serie mitnehmen können und umsetzen können. Ja, Saisonziel kann ja wahrscheinlich nur erstmal Klassenhalt sein. Was muss die Mannschaft dafür umsetzen, dass möglichst schnell die nötigen Punkte eingesammelt werden? Ja, natürlich ist das Saisonziel klar definiert. Etwas anderes als Klassenerhalt wäre Utopie. Und da sind wir realist genug, um das auch einzuschätzen. Und ja, wichtig wird natürlich sein, dass wir gut in die Serie reinkommen. Ja. Vielleicht das ein oder andere Erfolgserlebnis schon in den ersten Spielen haben. Und dass die Mannschaft halt begreift, und das war eigentlich im vergangenen Jahr unser großes Plus, auch wenn wir immer von unserer Offensive gesprochen haben. Ja, unser großes Plus in der Vergangenheit war unser Defensivverhalten. Ja, wir waren lange die Mannschaft, die drittbeste Abwehr hatten. Und wenn wir das erste und das letzte Spiel rausnehmen, wo wir dann jeweils 5 gekriegt haben, dann haben wir wirklich eine überragende defensive Saison gespielt. Und das wird das Augenmerk sein und dass alle Spieler, und wenn ich von Defensive spreche, dann meine ich nicht unsere Abwehr, sondern gerade unsere Offensivspieler, dass alle begreifen, dass wir nur über wirklich defensives Denken, nicht defensiv Fußball spielen, aber defensives Denken hier erfolgreich sein können und dass wir alles daran legen, halt auch wieder defensiv gut zu stehen, um dann darüber hinaus selbst unser Spiel gestalten zu können und erfolgreich sein zu können. Und was ich vorhin schon halt erwähnte, dass sich alle Spieler schnell an die neue Klasse gewöhnen. Was den Mannschaftsgeist betrifft, da habe ich bisher überhaupt keine Sorgen und Probleme. Aber wie gesagt, das sind die Dinge, die wir halt umsetzen müssen und dafür haben wir nur noch 10 Tage Zeit. Ich hoffe, dass sich jeder dieser Sache bewusst ist, was da auf uns zukommt. Ja, Uwe, vielen Dank für das Gespräch. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass es eine erfolgreiche Saison wird und dass ihr wieder überrascht. Letztes Jahr kann ich mich noch gut daran erinnern, da war ich auch Abstiegskandidat Nummer 1 der vielen Experten. Dafür ist es ja auch wieder ein gutes Rom. Jetzt seid das wieder und vielleicht überrascht ihr ja wieder. Ich bedanke mich fürs Gespräch und von unserer Seite sollte nichts dagegen sprechen, wir werden alles versuchen. Und ja, es ist halt immer im Leben so, wenn eine Tür zugeht, geht die nächste auf. Und vielleicht springt hier einer noch aus der Tüte, mit dem wir noch gar nicht rechnen. Ja, und so, wir haben so eine gute Nachwuchsarbeit und da schauen wir einfach mal. Wir können nur versprechen und das ist das, was ich zum Abschluss noch sagen möchte, dass
die Zuschauer, die uns im vergangenen Jahr so toll unterstützt haben, auch in Auswärtsspielen und in den Heimspielen, dass ich denen versprechen kann, dass die Mannschaft sich zerreißen wird, um dieses Saisonziel zu erreichen. Dankeschön. Danke. Okay.